Recht herzlich willkommen zur 36. Folge von Stellaris. Ja, wir sind wieder unterwegs. Wir haben Kolonieschiff letztes Mal angeguckt und wollten dann wahrscheinlich, wenn wir dann soweit sind, sag schon, noch den zweiten Planeten kolonisieren, der hier in diesem System war, oder? Können wir mal nochmal rein? Also den da haben wir und dieser ging, glaube ich, noch, ne? Genau so war das, ne? Gut. Haben wir die 30? Die hätten wir auch. Wie sieht die Oberfläche aus? Ja, warum nicht, ne? Kolonisieren wir. Gut. Demis Prime. Das andere. Was macht da jetzt den Unterschied? So, dann nehmen die Leute wahrscheinlich weg, ne? Kolonisieren zum Auswählen von Oberflächenfeld klicken. Ja, wo sollen die kolonisieren? Hier wäre was mit Essen und das wäre da auch. Ja. Packen wir doch da erstmal hin, oder? Okay, machen wir. Sollte laufen. Gut, Situationsprotokoll aktualisiert. Wollte er denn von uns? Gut, läuft auch, ne? Ja, läuft. So, dann muss das Kolonieschiff dann irgendwann darüber fliegen, oder? Eigene Flotte. Wo ist denn das Kolonieschiff? Ja, hat schon den Weg wahrscheinlich in Angriff genommen. Lädt ein oder so, keine Ahnung. So, Galaxiekarte schließen. Wir können jetzt noch gucken. Da sind wir auch irgendwie vertreten, ne, oder? Achso, das auf dem roten muss ich klicken, um da reinzukommen. Ja, hier haben wir was aufgebaut. Aber das ist jetzt ein Sektor, ne? Ja, lassen wir so. Gut, okay. Warum leuchtet er hier so viel? Und hier leuchtet gar nichts. Okay, doch da. Aber da kann ich immer noch nichts dran ändern, ne? Das war hier immer noch die Geschichte, die da. Nee. Hier ist. So. Das ist alles am Laufen und ist schon abgehakt. Können wir also nichts machen. Da muss irgendein Ereignis wieder auftauchen. Bewohnbare Welten erkundet 7 von 8. Bergbaudauern-Analyse, ja, weiß ich auch nicht, wie es da weitergeht. Sektorgruppen. Okay, habe ich den nicht schon eingestellt? Gucken wir mal. Anführer zuleiten. Okay, haben wir doch nicht gemacht. Aber die sind doch alle beschäftigt, ne? Gouverneur, Gouverneur, Gouverneur. Ach, der untere ist verfügbar. Okay, dann da einsetzen. Und dann haben wir schon wieder eine Aufgabe mehr, oder was? Das Fenster können wir dann schließen und können hier rein und die Aufgabe ist weg. 7 von 8 und dann die Bergbaudrohne. Ja, toll. Okay. Das können wir nicht ändern. Was haben wir hier für eine Meldung? Ingenieurforschung. Ist schon fertig. Gut, da können wir was Neues machen. Mineralien und plus erhöhen die Speicherkapazität. Zerstörerwerf geht. Raumhafen 4. Gebäude, Baugeschwindigkeit. Plus 25 neue Komponenten, Fusionsraketen. Ja.
Moderne Orbitalbautechniken führen zu Raumhäfen. Zum Erforschen klicken ist klar. Schwerer wird Mineralien plus 2000. Zerstörerwerf, Raumhafen, Modifikatorbau, plus 25 Baukosten, Zerstörer minus 10, okay. Raumhafen kann verbessert werden, so dass er zwei Module unterstützt, okay. Ich glaube, das nehmen wir dann. Und jetzt müssen wir mal gerade in unser Dingens gehen, in unsere Heimatwelt, wo der Raumhafen ist. Der war nämlich hier. War das der hier, Raumhafen? Ja, oder? Bauen. Und die Module sind hier eingesteckt. Zwei können wir und haben wir auch, oder was? Okay, Details. Nicht Details. Möchte ich keine Details. Moment. Raumhafen, so. Zerstörer können wir nicht bauen, warum nicht? Stufe 3 müssen wir dafür bauen, okay. Gut. Das ist jetzt ein Raumhafen Stufe 2, oder wie sehe ich das? Kann man das irgendwo sehen? Und da ist ja die Verbesserung, ne? Die können wir auch zweimal sogar schon verbessern, alles klar. Haben wir da irgendwann mal nicht gemacht, ne? Und ein Kolonieschiff danach wäre dann auch wieder sinnig. Ein Zerstörer wäre dann erst fällig, wenn das Stufe 3 ist. Und irgendwann geht das dann auch. Okay, haben wir das auch schon in Angriff genommen. ja, dann sind wir soweit durch mit. Dann können wir mal gucken, ob das Kolonieschiff schon angekommen ist. Das war hier, ne? Jo, läuft. Auch schön. Gut, dann schauen wir mal. Konstruktionsschiff ist da wohl. Ist die Frage, könnte das was konstruieren, ne? Also hier ist alles ziemlich. Ne, hier ist doch noch was, oder? Außenposten bauen, Forschungsstation bauen. Ne, machen wir Forschungsstation bauen, oder? Außenposten brauchen wir da jetzt nicht. Können wir noch da drei Punkte für die Forschung rausholen? Hier ist ja, ach du, guck mal, hier ist ja auch nicht, ne? Haben wir das mal irgendwie abgerissen wegen Mangel hier an Punkten oder so? Ich glaube schon, ne? So, Konstruktionsschiff ist was am Machen. Forschungsschiff könnte auch noch was machen. Oh, was ist das? Anführer verstorben. Unerwartet im Alter von 84 Jahren gestorben. Du glaubst es nicht. Ja. Also haben wir irgendwo ein Defizit jetzt, ne, oder? Asteroid gesichtet. Unser Weltraumscan. Ne, Matrix. Scanner Matrix. Oh, da sind wir mal eine. Unser Planet ein. Gut, machen wir. Gut, bevor wir da weitermachen, gehen wir mal gerade hier. War das hier? Nein, da war es nicht. Da war das. Asteroid gesichtet, Asteroid vernichten. Wie kann ich ihn vernichten? Das ist die Frage. Unsere Flotte findet sich wo? Terzan Prime. Wo ist dieser Asteroid? Tja, ich glaube, die Flotte ist hier. Wie kann ich ihn bekämpfen?
gegen uns eingetreten. Interessant. So. Nur, wo kommen die weg, das ist die Frage, ne? Und wie lange wird es dauern? Aber der. Wo schlägt er ein? Hier. Und wie lange wird es dauern? Die sind gerade erst aufgebaut dann, ne? Das ist ja wieder richtig gut, ne? Tja, Militärmacht. Regierung haben wir hier auch schön. Das ist jetzt aber nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass ich jetzt diesen hier kaputt machen will. Asteroid angreifen, ja, das ist richtig. Aber wo ist die Flotte? Boah, die ist ganz weit weg. Das wird ja also gar nicht klappen, ne? Schade, ne? Was haben wir hier? Okay, weg ist es. Feindflotte. Ach, das ist jetzt hier der Asteroid, die Feindflotte, ne? Ja, super. Ja, was soll ich tun? Ich kann da nichts tun. Ich habe auch keine zweite Flotte. Ich kann nichts ändern an der Tatsache. Militärflotte ist unterwegs, kann ich aber nicht irgendwas erreichen mit, da die viel zu weit sind. Zurzeit sieht es so aus, als ob der nebenher fliegt, ne? Oder so. Aber der wird ja auch angezogen dann noch, ne? Ja, Militärflotte wird zu spät kommen, gehe ich von aus. Da, die sind noch nicht mal einen Sektor weiter, und doch einen Sektor sind sie weiter geflogen. Und bis die da sind, dauert ewig, ne? Da sind sie. Bewegen die sich auch, oder? Oder? Nö. Was ist das? Neue Forschung. Ist auch jetzt fällig hier. Ermöglicht Abbau von diesem Zeug. Pitaranstaub, Raffinierung. Biolabor 2 gibt es da. Oh, ist negativ. Vielleicht sollten wir das ausbauen. Dauert aber ewig. Unterhaltskosten Armeen minus 10. Neue Gebäude, Militärakademie. Und hier ist dieser Staub. Nahrungsleistung plus 10%, das war doch der Punkt, den ich jetzt gerade brauchte. Ja. Fraktion gegründet. Okay. Die sind. Ah, kommt jetzt zweites, aber ich glaube, das wird hier trotzdem nicht mehr reichen. Der ist schon ziemlich nah, aber der fliegt vorbei. Ich glaube, wir haben Glück. Also, da fliegt er gerade vorbei. Und ich glaube, wenn er da lang fliegt und der fliegt da lang, das ist nicht ein Problem, oder? Ja. Ne, da war falsch, da war mein.
Asteroide. Der Sunprime haben wir. Ach. Doch eingeschlagen. Ja. Toll, ne? Jetzt haben wir da ein Problem. Da ist ein Krater entstanden. Gut. Findet sich ein Bauvorhaben bereits in diesem dann? Gut. Ja, konnte ich jetzt leider nicht abwenden. Meine Flotte war dann doch zu schnell. Aber gut, dass wir das wissen. Läuft, ne? Okay, wo sind sie? Da sind sie, glaube ich, ne? Ja, haben wir Ziel verloren und bleiben jetzt da stehen, wahrscheinlich sogar. Aber dann fliegt trotzdem da mal hin. Gut, okay, aber wir sind jetzt wieder so weit, dass wir nächstes Mal dann nochmal schauen müssen, dass wir hier die Produktion wieder gesteigert kriegen. Vielleicht klappt das ja auch durch unsere Forschung, die wir gerade angenommen haben. Und ja, da müssen wir weiter gucken, ne? 194 ist jetzt hier mit unserem Einfluss, das ist schon mal gut. Mal schauen, was wir damit machen können. Okay, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.